endlich mal wieder den Rucksack gepackt und bin auf einer kleinen, wenn auch kurzen Abenteuertour, 4 Tage wandern einfach von zu Hause. Die ersten 1,5 Kilometer liegen hinter mir. Ich wohne da hinten irgendwo. Hier seht ihr vielleicht ganz entfernt den Krishona-Turm. Da hinten ist also Basel. Ja, und jetzt geht's weiter in die andere Richtung, nämlich hier hoch Richtung Biel. Mal schauen, ob ich das in 4 Tagen schaffe. Die Kilometerangaben sind unterschiedlich. Es gibt verschiedene Wegstrecken. Teilweise sind es über 100 Kilometer, das würde ich nicht schaffen. Ich versuche mich per App dann auch mal direkt durchzuschlagen. Ja, ich hoffe, dass mir sowas nicht allzu oft begegnet. Ich habe ursprünglich geplant, eigentlich aus der Richtung zu kommen. Also erstmal mit ÖV in die Richtung zu fahren und dann von dort aus zu laufen. Das wäre der Jakobsweg gewesen oder ein Teil des Jakobwegs. Aber da ich das ja nicht aus irgendwelchen christlichen Gründen mache, habe ich gedacht, es ist lustiger, von zu Hause loszulaufen. Und hier bin ich, glaube ich, richtig Plattenpass Hofstetten-Blauen laufen. Das klingt alles schon mal nicht schlecht. Ja, ich habe gar nicht wirklich groß geplant. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Es gab 2 Routen. Eine davon habe ich mir einfach mal ausgedruckt und habe dann aber beschlossen, ja, mich nur bedingt an diese zu halten. Ich habe ja schon auf dem Rheinsteig gute Erfahrungen mit der App Hiker gemacht. Die habe ich dabei. Hoffe, dass mir die Stromversorgung keinen Strich durch die Rechnung macht. Und da kann ich mich dann eigentlich orientieren. Zur groben Übersicht habe ich noch einen Ausdruck dabei. Ja, das soll es einfach reichen. Ja, das ist auch mal eine schöne Aussicht, auch wenn der Wald nicht so super gesund aussieht. Ich habe mich langsam ein bisschen eingelaufen, glaube ich. Die ersten 20 Minuten waren eben komisch, aber jetzt geht es ganz gut. Es ist 12:30, endlich Zeit für Mittag. Ich habe jetzt schon länger auf eine Bank gewartet, kam keine, jetzt sitze ich hier auf einem Baumstamm. Ah, so die ersten Ermüdungserscheinungen kommen jetzt durch, die Füße fangen an so ein bisschen zu brennen. Jo, aber ich bin relativ weit gekommen, ich habe es vielleicht auch ein bisschen zu schnell angehen lassen. Ich dachte eigentlich, dass ich da, wo ich jetzt bin, frühestens am Abend bin. Ungefähr 24.000, 25.000 Schritte schon und es ist eigentlich erst 14 Uhr. Ja, danach kommt natürlich dann schon irgendwann Del Mont und das ist dann recht groß. Da wird man ohne weiteres nicht so einen guten Übernachtungsplatz draußen finden. Habe schon mal geschaut, Jugendherbergen gäbe es bezahlbar, aber das sind dann diese Massenbetten. Da würde ich draußen besser schlafen. Es ist kurz nach 4, ich habe 34.000 Schritte, ich glaube, so viel habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir aber jetzt den Entschluss gefasst, noch bis Del Mont weiterzulaufen. Da hat es einen Campingplatz, ich habe gerade angerufen, die hätten auch noch Platz. Denn es ist so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ja, irgendwie keinen Nerv habe, hier mir einen Platz zu suchen. Hier ist auch überall Landwirtschaft, immer wieder eingezäunt. Wahrscheinlich nicht ganz einfach. Also ich komme jetzt auch wieder runter in größere Gebiete, wo mehr Leute sind. Und von daher ist ein Campingplatz vielleicht ganz gut und auch eine gescheite Dusche, die wird wahrscheinlich die Erlösung sein. Sonst kann ich morgen mich gar nicht mehr bewegen. Ja, gestern Abend habe ich nicht mehr groß gefilmt. Ich weiß, das disqualifiziert mich jetzt etwas als Action-YouTuber, aber was passiert ist, ist Folgendes. Ich bin ja dann noch weitergelaufen bis Del Mont, hatte das zumindest vor. Dann ist es aber so gewesen, dass mich die App Hiker in eine Sackgasse geschickt hat. Und das hätte nochmal 3-4 Kilometer Umweg bedurft. Ich bin dann zurückgelaufen, weil irgendwie muss man ja, und habe dann eine Bushaltestelle gesehen und habe mich dann entschlossen, den Rest oder einen großen Teil vom Rest eben mit dem Bus zu fahren.
das waren dann trotzdem noch am Abend fast 45.000 Schritte und laut Google über 30 Kilometer. Und das ist meine persönliche Bestleistung. Ob das jetzt allerdings so schlau war, weiß ich nicht, denn ich muss heute extrem den Berg hoch. Ich habe mich ja im Vorfeld gar nicht so großartig mit der Tour auseinandergesetzt. Ja, jetzt habe ich halt beziehungsweise gestern Abend und heute Morgen nochmal geschaut. Das sind, Google Maps sagt 1500 Meter hoch, 1500 Meter runter. Ich bin in Delmont, der Weg hier schön am Fluss lang. Allerdings ist es so, dass man, wenn ich jetzt den ganzen Weg gelaufen wäre, viel in Industriehochhäuser an der Straße lang hätte laufen müssen. Insofern schenke ich mir das jetzt. Dann ist es halt kein Through-Hike, sondern ein Hike mit Unterbrechung. Hab im Ort zwar jetzt das Wanderweghinweise gefunden, aber der war auch richtig. War auch eine Abzweigung und nach der Abzweigung kein Hinweis mehr. Super. Jetzt muss ich mich wieder auf Google Maps und so verlassen und da weiß man natürlich nicht, ob es dann auch wirklich weitergeht. Ja, warum tut man sich sowas eigentlich an? Da gibt es sicherlich nicht nur den einen Grund, da hat vielleicht jeder auch seinen eigenen. Ich habe ja angefangen mit tatsächlich ein Stück Jakobsweg, Jakobsweg Nordweg. Da findet ihr auch die Videos auf dem Kanal hier. Und auf dem Jakobsweg ist es natürlich schon so, dass du viele Leute triffst. Du findest eigentlich relativ häufig jemanden, mit dem du gut auskommst, mal ein Stück des Weges laufst. Und das fand ich sehr, das ist sehr schön gesellig. Wir haben zusammen quasi gekocht. Die einen konnten Salat, hatten Salat dabei. Ich hatte einen kleinen Kocher dabei. Andere hatten noch was dabei. Und dann isst man so gemeinsam. Es hat dann wirklich so was, ja eigentlich so in dieser christlichen Lehre. Wobei ich es jetzt nie aus dieser christlichen Lehre gemacht habe. Ich kann da nicht so viel mit anfangen. Hier ist es jetzt so, hier triffst du eigentlich keine Fernwanderer. Also jetzt, heute ist es auch, obwohl Samstag ist, hier ist niemand unterwegs bisher. Ich habe tatsächlich ohne Getränke weniger als 10 Kilo zum ersten Mal dabei. Da bin ich relativ stolz drauf. Habe aber zum Beispiel auch die Seife vergessen. Allerdings, wenn man sich gut wäscht mit Wasser, dann wird es doch auch recht sauber. So ein bisschen Deo habe ich mitgenommen. Die Hardcore-Wanderer. Ich war mal beim Vortrag von Christine Türmer. Grüße gehen raus, falls ich sie jemals sehen sollte. Das ist ja die meistgewanderte Frau der Welt. Die nimmt anscheinend auch kein Deo mehr mit. Weil sie sagt, man stinkt eh wie im Molch am Abend, wenn man, gerade wenn man dann noch draußen zeltet oder draußen übernachtet. Ja, wenn man nur so wenige Tage geht. Mir fällt es schwer, mich an diesen Geruch zu gewöhnen. Deshalb habe ich immer so ein kleines Deo noch mit dabei. So eine kleine Seife wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn man natürlich nicht für draußen dran denken. Hier, Seife hat nichts zu suchen, zumindest nicht natürlich abbaubare im Wald. Aber ich war ja auf dem Campingplatz. Ja, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Ich habe jetzt gegessen hier unten bei Le Foucher, hier zwischen den Bäumen. Habe zum Abschied noch ein Focus Water geschenkt bekommen. Wer das nicht kennt, ist glaube ich eine Schweizer Geschichte. Das ist so aromatisiertes Wasser mit Vitaminen. Der Wirt meinte noch, es ist noch viel besser wie Coca-Cola, nur ohne Koffein. Ja, es hat Vitamine drin. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Dampf, den Weg hoch zu laufen. Fast schon wie immer ist mir nicht klar, wie ich jetzt genau laufen soll, muss, tun, tue. Immerhin ist es so, dass ich jetzt, glaube ich, doch auf die Höhe komme. Also dieses ist wirklich so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe. Ich muss jetzt nicht in dieses Tal dazwischen rein, sondern laufe jetzt hier direkt auf den zweiten Bergzug und bin dann hoffentlich oben. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja hinten dran noch weiter. Seht ihr was? Es geht nicht mehr hoch, nur da hinten, aber da muss ich nicht hin. Ich muss jetzt in die Richtung. Und da geht es nicht mehr allzu weit hoch. Das ist sehr, sehr erfreulich. So, in letzter Zeit wieder alles gut ausgeschildert. Ich glaube, Sulz oder Sulz, ja, wahrscheinlich Sulz. Das kommt ganz gut. Ja, was eine Aussicht hier. Eigentlich wäre das hier ein schöner Platz, um zu übernachten, aber ich bin eigentlich noch nicht weit genug gegangen. Außerdem ist es hier Mutterkuhweide. Ist zwar keine Mutterkuh zu sehen und auch keine Jungkuh. Ja, aber nicht so gut. Was mich so als Blick in die Zukunft ein bisschen stört, es hat arg viele Berge. Da hinten oben ist irgendwas. Das könnte theoretisch der Chasseral sein. Das ist also Höhe Bieler See. Das hieße, oh hier geht es nochmal ganz schön rauf und runter.
Das war jetzt nichts mit von wegen keine Kühe. Die Herde ist einfach riesengroß. Nein, nicht die Herde ist riesengroß, sondern das Feld. Der hier benimmt sich oder die etwas komisch. Schon so ein bisschen in meine Richtung gestürmt kurz. Deshalb gehe ich jetzt ganz weit außen vorbei. Ich bin nicht sicher, ob es ein Sie oder ein Er ist. Ah ja, gut, es geht so. Sehr gut. Meistens haben die ja mehr Angst. Ja, aber irgendwie ist es schon keine Sie. Habe ich gerade gesehen. Ich gehe mal lieber. Ja, der hat mich jetzt schon sehr genau im Blickfeld gehabt. Und bin aber gut dran vorbei. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man im Zweifel einfach großen Abstand lässt. Hier geht es so echt extrem steil bergab. Das ist furchtbar. Man sieht das jetzt hier auf dem Video gar nicht. 5 Uhr. Ich bin ziemlich kaputt, weil es gerade so steil bergab ging. Das ist eine einzige Jammerei hier. Ja, und ich brauche einfach mal eine Pause. Und die Frage ist jetzt, weiterlaufen oder nicht. Keine Ahnung, ich habe ja auch nicht mal empfangen. Ich würde gerne eigentlich schauen, wie es denn überhaupt weitergeht. Habe ich jetzt gerade auch wenig Chancen. Ich muss wohl irgendwie dann da hinten relativ bald auch wieder auf den Berg hoch. Insofern tendiere ich eher zu aufhören, aber es ist noch ein bisschen früh und ich bin noch nicht so arg weit gekommen. Ich gönne mir erstmal das Getränk, von was mir da der Wirt wirklich geschenkt hat. War eine sehr liebe Geste. Vielen, vielen Dank. Fast hätte ich schon den besten Übernachtungsplatz aller Zeiten gefunden. Nur leider, es war auch eine ehemalige Kuhweide und alles voller Kuhdreck. Und ich freue mich, dass ich jetzt heute Nacht wieder in einem richtigen Bett pennen kann. Das ist nämlich schon was Tolles, wo man normalerweise gar nicht zu schätzen weiß. Ich auch nicht. Über 26.000 Schritte, 125 Stockwerke, deutlich weniger wie gestern, aber es fühlt sich trotzdem nach viel an. Vor allen Dingen die Bergauf, Bergrunter, das war zum Teil recht hart. Guten Morgen, Tag 3. Das ist das Städtchen Sulz, geschrieben S-O-U-L-C-E. Und da habe ich gestern übernachtet, oder gestern auf heute. Man sieht ja noch ein paar so Nebelrestchen, hier hat es noch ein bisschen Nebel. Aber das löst sich jetzt gerade sofort auch auf. Da sind eventuell sogar gar nicht mehr Nebelreste, sondern einfach Bäume mit anderer Färbung. Und gestern kam ich da irgendwo runter. Heute muss ich hier hoch. Einfach wieder einen Schritt nach dem anderen, habe ich mir vorgenommen, um auch das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Ich bin sehr froh über die Entscheidung, ein Zimmer genommen zu haben, denn meine Hüfte tut heute deutlich weniger weh auf diesen dünnen Matten, wie ihr sie hier hinten drauf seht. Das ist nichts mehr für mich. Das kann nur eins bedeuten, ich werde echt alt. Google Maps sagt, ich habe noch nicht die Hälfte. Allerdings weiß Google Maps auch nicht, dass ich hier über den Berg kann, sondern geht sehr weit außen rum. Es besteht also noch Hoffnung. Auf der anderen Seite, einfach nur 4 Tage draußen zu sein und ob ich jetzt in Biel ankomme oder nicht, ist mir mittlerweile auch fast ein bisschen egal. Ja gut, irgendwie schön wäre es schon. Und es ist einfach auch ein Genuss, so diese noch vom Nebel nassen Wiesen. Das ist wunderschön. Ja, es gibt eine Fahrstraße, die in Serpentinen hier den Berg hoch geht. Der Wanderweg kürzt da immer wieder die Serpentinen ab. Ich habe jetzt hier noch eine Abkürzung genommen. Aber es ist halt anstrengend zum Laufen. Ich bin schon wieder am Überlegen, ob ich lieber die Serpentinen langlaufe einfach. Mal schauen. Aber ganz allein hier im Wald, ja klar, hört man mal ein Flugzeug oder so. Wunderschön. Ja, ich habe noch was vor mir, aber ich wollte es ja so. Und im Moment ist es wirklich so toll hier. Fast keine Menschenseele. Gerade eben kam ein Radfahrer, ein E-Bike-Fahrer, E-Mountainbike-Fahrer vorbei. Aber das war alles. Mal wieder auf dem Video wahrscheinlich nicht zu erkennen. Es geht sehr steil bergab. Und unten hört man jetzt schon den Straßenlärm. Kommt ein etwas größerer Ort. Vielleicht finde ich dann auch einen Geldautomat. Jetzt geht es hier nochmal weiter. Ah, das sieht aber ein bisschen besser aus. Oder sonst könnte man hier auch den Weg lang laufen. Ja. Und dann müssen wir auf der anderen Seite wieder hoch. Ich bin auf 1061 Meter, muss auf 1195 hoch, um danach wieder runter zu gehen und dann auf 1300 hoch. Aber es ist bereits 12:30 und ich brauche eine Pause. Irgendwie geht nicht. Ich
bin jetzt auch am Überlegen, ob ich schon Mittag esse. Wobei das meistens ja dann auch nicht so gut ist, wenn man dann eine große Anstrengung vor sich hat. Aber so eine Kleinigkeit muss jetzt rein, glaube ich. Oh, ja. Das ist meine Aussicht von meinem Mittagsplatz. Da unten irgendwo aus dem Tal kam ich her. Hey, das war jetzt ein Anstieg. Das sieht jetzt hier so harmlos aus, aber das ging ja voll den Wald hoch, wenigstens im Wald und nicht in der Sonne. Jetzt auf 1200 Meter. Und wenn ich die Karte jetzt richtig interpretiere, geht es erstmal ordentlich wieder runter, um dann noch auf über 3300 Meter zu gehen. Ich glaube, dann habe ich die meisten Höhen für heute hoffentlich erreicht. Ja, weiter geht's. Ja, immer wieder in der Schweiz solche weite Türchen und jedes funktioniert ein bisschen anders. Mit der Zeit kennt man alle. Es gibt auch welche, da geht nur der obere Teil weg und man muss dann über die unteren zwei Stufen klettern. Ich bin ganz schön froh, dass ich das jetzt nicht muss. Hier. Denn nach Klettern ist mir jetzt gerade nicht. Ja. Ja, und das Schöne an so einer Höhe ist ja, man hat eine tolle Aussicht. Oh, ist das toll. Hier hinten, man sieht es kaum im Dunst, denn es ist hier so ein bisschen feucht noch. Die Sonne scheint rein, da geht es dann gleich wieder hoch, anscheinend wenigstens dann nicht erst wieder runter. Ja, auch gut. Ja, wenn man genau hinschaut, der Turm da hinten, das ist der Turm Tour de Moron wahrscheinlich, der ist nicht ganz, da kann man also nicht hoch. Ich habe es jetzt aber von der Höhe erstmal geschafft und mache jetzt hier ein ausgiebigeres Mittagessen. Es ist schon 2:30. Dann geht es hier wieder das Tal ab. Auf der anderen Seite lauern auch wieder Berge. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Muss mal schauen, wie es läuft. Unten dürfte jetzt wirklich eine größere Stadt sein, sodass ich da dann mal wieder Geld ziehen kann und überlegen, wie es weitergeht. Da oben komme ich her und hier geht es offiziell weiter. Ja, mega steil. Es ist dermaßen anstrengend. Ich nehme den Fahrweg. Der ist ja auch angenehm hier. Dauert ein bisschen länger, aber ist mir jetzt egal. Das ist meine Aussicht vom Abendessen. Leider eine Straße, die recht stark befahren ist da unten, aber damit kann man leben. Ja, das Abendessen selber ist ein bisschen mau, ein bisschen nicht ganz so gut geplant heute. Und ich bin hier in einer interessanten Location, denn ich übernachte hier quasi auf dem Bauernhof. Eigentlich ist es als Wohnmobilstellplatz genutzt, das habe ich jetzt erst rausgefunden, aber ich kann ja hier auch mit dem Zelt auch übernachten, wobei ich glaube, das Zelt gar nicht aufbaue. Ich werde da hinten in der Halle einfach mich hinlegen, denn es wird knapp morgen mit Biel. Ich werde vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Ich gehe immer so mega früh ins Bett, du musst ja nicht immer 11 Stunden pennen, und mir vielleicht einen Wecker stellen und dann relativ früh los, denn ich muss da hinten hoch auf den Berg mal wieder. Ja, wenn ich das rechtzeitig schaffe, dann habe ich Chancen, noch rechtzeitig anzukommen. Was ich jetzt schauen muss mit dem Wasser, ich habe auch zu wenig Wasser. Das Wasser, was ich hier habe, ist nicht trinkbar. Hat mir der Bauer zu verstehen gegeben. Er kann leider kein Deutsch, ich kaum Französisch. Ja, ich habe so einen Wasserfilter dabei. Das ist aber so ein China-Teil. So ganz traue ich dem nicht, aber ich werde es wohl mal ausprobieren müssen. Ja, der Vorteil zum Mildcampen ist, ihr seht da hinten dieses braune Teil, es gibt eine Komposttoilette. Und irgendwie den Luxus finde ich schon irgendwie noch geil. Nebendran auch so ein kleines Pumpwaschbecken. Und da ist man doch ein bisschen frischer, wie wenn man irgendwie so hinter irgendwelchen Bäumen sich versucht, so notdürftig zu waschen. So sieht es hier drin aus. Hier werde ich mich dann hinpflanzen. Guten Morgen, die Nacht war gefühlt bitterkalt. Laut Wetterbericht waren es zwar nicht unter 10 Grad, es hat sich meines Erachtens viel kälter angefühlt. Allerdings atemkondensiert keiner.
Aber ich musste alles anziehen, was ich dabei hatte. Und bin dann doch recht froh, jetzt nicht draußen gepennt zu haben, wobei es draußen gefühlt schon ein bisschen wärmer aussieht, sich anfühlt, nicht aussieht. Aber es wäre halt alles patschnass. Immerhin, hier geht schon mal die Sonne auf. Und ich packe jetzt schon mal zusammen und laufe schon mal ein Stück los und hoffe, dass ich dann, dass es bald mal warm wird und ich Wasser finde, weil hier ist, das Wasser ist nicht trinkbar. Ich nehme jetzt trotzdem mal eine halbe Liter noch mit. Ich habe noch so einen ominösen China-Filter dabei, China-Wasserfilter. Mal schauen. Ja, und jeden Morgen dieses Chaos. Ist aber erstaunlich, wie schnell man das dann wieder im Rucksack reinbringt. Was für ein schöner Morgen. Es ist jetzt schon wieder kurz nach 8:30. Ich wollte ja eigentlich früh los. Aber irgendwie, dadurch, dass es so kalt war, hatte ich nicht so wirklich Bock, mich jetzt hier zu beeilen. Ich hatte ja kaum mehr was zum Frühstücken. Die letzten drei Müsli-Riegel. Gut, ich hätte noch fast ein halbes Kilo, so 400 Gramm ungefähr, so Notnahrung. Ich finde, die schmeckt auch ganz gut, bloß die staubt so unglaublich. Also ohne Wasser ist die fast nicht runterzukriegen. Deshalb habe ich mir da mal Abstand davon genommen. Als ich dann kam, kam dann auch der Besitzer. Der wollte halt dann noch wissen, wie es geht und so. Und dadurch, dass er nur Französisch konnte, ich kaum Französisch, ist das dann auch immer etwas länger. Er wollte auch wissen, wo ich hingehe, hat dann gemeint, da geht es mal wieder steil runter. Das kenne ich jetzt schon. Hier geht alles steil runter, gefühlt. Aber ja, und das mit dem Essen sollte jetzt hoffentlich auch kein größeres Problem sein. Denn da oben auf dem Berg gibt es eine bewirtete Hütte. Und die hat sehr gute Rezensionen bei Google. Und der wird bestimmt noch was für ein zweites Frühstück für mich haben. Ja, vielleicht sogar schon Mittagessen, wobei ich da schon in circa einer Stunde sein sollte. Ja, ob es mit Bier klappt, mal sehen. Egal. Hauptsache noch einen Tag draußen. Die erste Höhe für heute habe ich erreicht und hinter mir ist leider zu. So ein Berggasthof, wo eigentlich unten chillen war, dass nur Dienstag und Mittwoch zu ist. Ja, heute irgendwie auch, vielleicht schon Saisonende. Schade, ich habe schon so von Kaffee, Nussgipfel und so weiter geträumt, von einem richtigen guten Frühstück. Ja, jetzt geht es runter irgendwo ins Tal. Vom Bielersee sehen wir immer noch nichts, das ist etwas bedenklich. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und da hat es einen Ort, der sollte doch mindestens ein Volk, einer dieser Tante-Emma-Läden, die es aber überall gibt, die eine richtige Kette sind in der Schweiz, eine tolle Sache geben, wo ich mir dann hoffentlich die Vorräte wieder auffüllen kann. Es ist ja Montag. Ja, so sieht der Weg aus, der da runtergeht, der Abstieg, vor dem ich meinen quasi Vermieter schon vorgewarnt habe. Es geht da runter. Dann da ist irgendwo ein Wegzeichen, dann geht es hier wieder irgendwie runter. Man muss schon genau schauen, was man tut. Filmen kann ich hier nicht während dem Laufen und wirklich mich voll auf den Weg konzentrieren. Immerhin sind hier gerade ein paar Rehe durchgerannt, die ich leider aufgescheucht habe. Aber auch mal schön zu sehen. Ich finde den Weg nicht mehr. Da oben an dem Baum, nicht an dem, sondern hinten dran, da war die letzte Markierung. Vom Navi her müsste es hier eigentlich sein. Oh Mist, es ist eben so, dass man hier echt nicht wieder hochlaufen mag. Ach, guck hier. Manchmal hauen sie zwischendrin einen Pfosten rein, das ist ganz gut. Und mit gelber Markierung. Hier hatten sie es nicht nötig, aber hier ist die rettende Markierung. Die Raute, die umgedrehte Raute, die gelbe, und schon wieder geht es hier bergab und ich muss wieder aufhören filmen und beide Stücke nehmen. Da oben komme ich her, hier runter geht es weiter. Jetzt kann man natürlich weiter versuchen, massiv Höhe zu vernichten in kürzester Zeit, aber das haut so auf die Knie. Ich habe keine Lust mehr. Echt, ich nehme den Fahrweg, ich laufe den Fahrweg lang. Sieht das nicht toll aus, wie das Licht da reinscheint?
Aber der Abstieg ist echt beschwerlich. Ihr seht da vielleicht ein bisschen anhand des Geländers, wie das da runter geht, die ganze Zeit auf so leichtlosem Geröll. Ach, ja, ich weiß nicht. Und es ist ja noch mal mindestens so ein Berg im Weg Richtung Biel, ob das klappt. Aber erstmal unten im Dorf, hoffentlich gibt es was zum Essen. Eine Pizza wäre zum Beispiel fein. Wieder genug trinken. Vielleicht ist ja dann wieder genügend Dampf da. Ja, ich bin total vollgefressen. Ich habe mir eine Pizza reingedrückt. Die war jetzt nicht so die Erleuchtung, aber ich tue schon seit 2 Tagen von der Pizza fantasieren. Und anschließend hier noch beim Volk eingekauft, um die Vorräte wieder aufzufüllen, was eigentlich Quatsch ist, denn ich habe nicht mehr weit. Der erste Vorort von Biel ist 1/3 Stunde weg. Eventuell geht es gar nicht mehr so arg bergauf. Hier unten ist die Straße, die geht dann davor. Laut der Karte geht es eigentlich ziemlich der Straße lang, was jetzt nicht so schön wäre zum Laufen als Abschluss. Aber ich wäre nicht so unglücklich. Der Oberschenkel zieht gerade ganz doof. Also, und auch der Nacken macht irgendwie zu. Wieder jammern auf hohem Niveau, aber ja, wahrscheinlich werden die letzten Meter relativ hart. Das würde mich dann an den Rheinsteig erinnern, wo dann am Ende meine Freundin noch dazu gestoßen ist. Das ist ja der Weg von Bonn nach Wiesbaden. Ich bin ihn umgekehrt gelaufen während Corona. Und das letzte Stück war einfach so gepflastert und eigentlich gar nicht mehr so lang. Und es hat sich gezogen bis auf diesen blöden Marktplatz, glaube ich. Und ich war mir froh, wo wir da waren. Kann sein, dass es mir heute ähnlich geht, obwohl es nur 4 Tage sind. Damals waren es 3 Wochen. Notiz an mich, nächstes Mal den Weg andersrum laufen. Es geht hier durch das Gelände von der Zementfabrik, ist aber tatsächlich ein Wanderweg. Ja. Okay. Naja. Schweizer Zement, unser Rohstoff, stand da drauf. Und ja, so als Nicht-Schweizer hat man schon manchmal den Eindruck, die Schweizer sind etwas betonverliebt. Hier natürlich so ein Industriebau, klar, kann man aus Beton gießen, aber es gibt tatsächlich Häuser, die so aussehen. Und das sind dann nicht mal in Gegenden, wo die Häuser billig sind. So, mir stellt sich jetzt mal wieder die Frage, wo mein Wanderweg hin ist. Gerade eben Wander und Schild, da vorne ist auch eins. Ich soll hier die Straße lang laufen, ernsthaft? Geht's noch? Oh, es wird ja immer beschissener, echt? Das ist nicht mal ein Bordstein. Es ist immer noch Wanderweg. Naja, wenigstens nicht viel Verkehr. Also hier fahren durchaus Autos. Hier kann ich ja noch auf dem Seitenstreifen laufen bis davor. Wir haben jetzt aber so steil, dass es nicht mehr geht. Das heißt, ich muss auf der falschen Seite laufen. Scheiße. Ja, LKWs fahren hier durch. So, hier gehen immer mehr LKWs durch. Entscheidung ist gefallen. Ich laufe zurück und steige in den Zug. Spaß macht das letzte Stück sowieso nicht mehr und dann bleibt es nur in schlechter Erinnerung, die ganze Sache. Deshalb, ja, Abschluss und Abmarsch in die Gegenrichtung. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich auch 5 Minuten zu spät entschieden. Jetzt wird es mir nicht mehr ganz reichen auf den Zug. Muss ich halt dort 1 Stunde warten. Egal.